Alles steht bereit und das erste OWL-Derby zwischen Verl und Bielefeld seit 28 Jahren läuft. Mal kurz zu ermahnen, aber es zeigt, in welche Richtung das hier gehen kann. Starker Ball auf Batista Meier, super Mitnahme, Meier! Schaut, sieht im Augenwinkel, der Batista Meier startet rein und dann Zucker, purer Genuss, diese Ballmitnahme und dann mit aller Coolheit dieser Welt Oliver Batista Meier bringt den links unten rein. Kersken, ja, bleibt lange stehen, kann dann auch nicht mehr viel machen, weil Fell es auch gut zustellt. Peto. Rennbase, der hat Tempo, aber keine Anspielstation in der Mitte und dann macht er das selber. Ochoiski. Und der hat Tempo. Jetzt vielleicht mal Lukoc in Szene bringen, ja? Da fehlt wer am zweiten Pfosten. 2-0! SC Verl, wie kriegt er den denn rein? Nico Ochoiski! Mit dem Ballverlust von Can Özkan und dann geht er da mit ICE-Schuhen in Richtung. Und das ist der Anschlusstreffer für den DSC. Fabi Klos. Und der Knoten, der ist geplatzt. Klos macht's groß. Bielefeld ist back des Gästeblocks. Der weiß auch, er hat noch ein bisschen was. Der Maskenmann. Ist er da denn noch dran? Auch da nochmal zu sehen, wieso der Einwurf zustande kommt. 3-1! Und da hat Jonas Kersken seine Aktien drin. Ohne seinen schlechten Pass wäre dieser Einwurf, aus dem das Tor resultiert, nie entstanden. Und der eingewechselte Jari Otto. Und ausgerechnet Fabi Klos ist es, der da der Unglücksrabe in dem Sinne ist, dass es von seinem Fuß ist, wo denn wie und wo der Ball dann. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.